Hallo, ich habe die Aga jetzt seit 5 Monaten, ne? August, September, Oktober, November, nee, 4. Seit 4 Monaten habe ich jetzt die Aga drin. Und deswegen ist mal wieder Zeit für ein Update. Gestern war ich in Heidelberg beim Nachstellen. Da wurde wieder einmal gedreht. Diesmal habe ich davon, also ich merke, dass hier die Zähne ein bisschen empfindlich sind. Und sonst merke ich nichts. Jedes Mal ist irgendwie anders. Also jedes Mal beim Stellen hat nicht den gleichen Effekt irgendwie. Fühlt sich nicht genau gleich an. Ich habe jetzt laut Zahnarzt auf der einen Seite hier da 5 mm gewonnen ungefähr. Und da ein bisschen weniger. So sieht das jetzt aus. Ja, da geht's mir auch gut damit weiterhin. Ich hatte aber in diesem Monat ein bisschen Probleme mit Essen, was hängen geblieben ist. Und zwar genauer genommen Dattelschale. Ich esse normalerweise keine Datteln, aber diesmal, die Schwangerschaft verlangt es irgendwie, hatte ich heute den Heißhunger auf Datteln. Und dann habe ich eben ziemlich viele Datteln gegessen. Und habe nicht bemerkt, dass ich innen, da die bei diesem Druck, bei dieser Druckplatte, die da ist, da drunter Dattelschale gekommen ist. Und dann hat sich das über 2, 3 Tage so entzündet, dass es hier ziemlich dick war und ich nachts nicht mehr schlafen konnte vor Schmerzen. Das war dann auch noch Wochenende und nach Heidelberg sind es ja auch 1,5 Stunden. Ich habe dann also da Freitag früh, glaube ich, angerufen, was ich denn machen soll. Und ja, der hat dann gesagt, ja, mit heißem Salzwasser spülen und ausbürsten. Das habe ich versucht, und das hat aber alles nicht funktioniert. Das war so schon so dick geschwollen, dass ich da überhaupt nicht mit der Bürste mehr drunter kam. Und dann habe ich über den ganzen Tag lang versucht, das rauszukriegen, und abends habe ich dann gedacht, nee, so, Nasenspray. Man muss das abschwellen, ich muss das abschwellen und dann komme ich ran. Also habe ich mit Nasenspray das Geschwollene abgeschwollen und dann habe ich das Ganze nochmal gemacht mit Salzwasser und habe ich auch mit der Zahnsonde so ein bisschen mich drunter lang gefahren und dann habe ich es rausgekriegt. Und dann hat es auch wieder so 2, 3 Tage gedauert und es hat sich wieder beruhigt und ich war gerettet. Aber das war schon ziemlich unangenehm. Vor allem, weil ich es nicht gleich gemerkt habe. Und später dann. Es war nicht alles raus, das habe ich dann auch gemerkt, das habe ich dann, aber dann noch habe ich noch ein bisschen dran gearbeitet, das auch noch rausgekriegt. Aber man muss schon echt sensibel dafür sein und das am besten in den Anfängen gleich stoppen. Also wenn ich jetzt merke, dass irgendwo irgendwas ein bisschen wehtut, dann gucke ich gleich, da muss das ein Essenrest sein, dann mache ich den sofort raus, damit sich das nicht wieder so hochschaukelt. Ich dachte zuerst, ach, von dem Dattelessen ist mir der Gaumen ein bisschen wund oder so, aber das war mehr als das. Also das war nicht so lustig. Aber sonst geht's gut. Ich kann gut, so gut wie es halt geht, ne, kauen. Also da habe ich keine Schwierigkeiten, auch mit meinem Kiefer nicht und so. Bin auch gerade weiterhin und habe keine von den Beschwerden, die ich anfänglich hatte und weswegen ich diese Behandlung mache. Ich soll jetzt im Januar wieder hin, Anfang Januar ist das nächste Mal verstellen. Und vielleicht auch das letzte Mal. Also es kann gut sein, dass es Ende Januar schon rauskommt. Ich muss ihn mal fragen, wie genau er jetzt bestimmt, wann es Zeit ist, dass es rauskommt. Weil anfangs hieß es ja, ich brauche 1 Zentimeter oder 1,2 Millimeter und das dauert dann ein Jahr und später hieß es dann, es dauert 8 Monate und es reicht mit 8 Millimetern und ja, keine Ahnung, woran er das festmacht. Das muss ich ihn mal fragen, wie er das entscheidet. Aber wenn ich so meinen Biss angucke, ich nicht Unterschied. Der Oberkiefer ist auf jeden Fall jetzt weiter vorn. Obwohl der Unterkiefer jetzt schon nicht mehr in der zurückgezogenen Position ist wie vorher so. Oder so war heuer. Und so habe ich ihn jetzt. Also der Unterkiefer kann schon gut nach vorn kommen jetzt. Ist nicht mehr diese Zwangshaltung, die dann bei mir immer diese kraniomandibuläre Dysfunktion oder beziehungsweise die damit zusammenhängenden Beschwerden ausgelöst hat. Das ist schon sehr angenehm und ja, mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Und
Also keine Ahnung, wie genau er das bestimmt, aber auf jeden Fall merke ich, dass ich mehr Platz nach vorne habe, auch mit meiner Zunge, die jetzt oben schön im Gaumen liegt. Ich habe auch das Gefühl, dass meine Zähne, die hier sehr eng standen, die zwei, die haben ja, da hatte ich ja am Anfang das Gefühl, dass die Zunge davon so eingequetscht wird. Dass die sich auch schon ein bisschen einfach dadurch, dass die Zunge jetzt da immer liegt, schon ein bisschen auseinander bewegt haben. Ich habe da nämlich mal den Abdruck, den ich habe von den Zähnen, bevor die Behandlung angefangen hat, genommen und da zwischen diese Zähne was gehalten und zwischen meine Zähne jetzt was gehalten und da scheint wirklich ein bisschen mehr Platz geworden zu sein. Und das fühlt sich, das merke ich auch, meine Zunge fühlt sich nicht mehr so zusammengequetscht an. Da hat offensichtlich einfach nur die Zunge das Ganze ein bisschen breiter gemacht. Ja, das war dann mein Update nach 4 Monaten. So, mal gucken, wie es weitergeht. Tschüss!